Warum gibt es mehr behinderte Kinder? Das ist ganz klar. Das ist sicher eine Folge der schlechten medizinischen Versorgung unterm Krieg. Man darf nicht vergessen, der Krieg ist erst 1999 zu Ende gewesen. It's have a lot of reasons, you know. But first is the near education of the mother in the pregnancy time and in begin after the birth. Eine Spekulation, das ist nicht nachgewiesen, aber ist sicher auch durch die Art der Heiratspolitik bedingt. Es werden doch noch immer wieder, hört man, dass Hochzeiten unter Cousin und Cousine gemacht werden. Sehr viele Kinder also zeigen eben diese psychomotorische Retardierung. Das heißt, sie sind geistig behindert. An erster Stelle stehen sicher als Ursache Krampfanfälle, wobei eben zu sagen ist, durch die schlecht eingestellten und immer wieder auftretenden Krämpfe verschlechtert sich der Allgemeinzustand der Kinder natürlich laufend. Eins, was uns halt gelungen ist, was für uns sehr schön ist, dass wir also nahezu alle Kinder unserer Gruppe für das erste Jahr ausreichend mit Antiepileptikern versorgen konnten. Bei der Krasniqi Fidore war ich sehr glücklich und erfreut, mit, dass wir ihren Rollstuhl übergeben konnten, weil sie eben viele Jahre von ihrem Cousin täglich in die Schule getragen wurde. Sie hat eben Spina Bifida und dadurch ist sie zwar körperlich eingeschränkt, kognitiv ist sie aber sehr gut entwickelt, ist in der Schule sehr gut. Die Ursache für ihre Behinderung, und das ist unglaublich, ist eine Kinderlähmung-Erkrankung in der frühen Kindheit. Wenn sie geboren ist, sie war ein normales Kind, hat gar nichts gehabt. Nach 13 Monaten von Fieber oder so Temperatur. Wir waren in Jakova bei der Ersten. Dort im Krankenhaus, die Großmutter hat zu der Ersten gesagt, sehen Sie, die Füße und so von der Tochter sind ganz kalt. Und was ich dir Warnung habe, wenn so man kalte Füße oder so komplett hat, das bedeutet entweder eine Paralyse oder so ist. Und danach die haben die Tochter von Tuberkuloseabteilung versetzt in eine Infektionsabteilung und dort haben bestätigen, dass sie wirklich eine Paralyse hat. Es ist unglaublich, wir haben einige Kinder, die an Kinderlähmung und den Folgen leiden. Ich habe schon während meines Studiums gelernt, also vor 30 Jahren, dass die Kinderlähmung in Europa praktisch ausgerottet ist, aber der Kosovo belehrt uns eindeutig eines Besseren. Vor der Paralyse, die Tore hat die zwei Beine gleich gehabt. Und jetzt siehst du, die linke Beine ist nicht in Ordnung. Kann man merken schon, kann man sehen. Er beschwert sich immer wieder wegen der Landwirtschaft, sagte er, wo er hat 7,5 Hektar von dem Grundstück, aber von der Landschaft ist gar nichts, sagte er, weil es kostet. Ein Sack Düngung von 50 Kilo kostet er im Winter 15 Euro, jetzt ist 31 Euro. Das bedeutet 100% teurer. Und die Paprika und die anderen Arten sagen Tomaten, was die haben, das kostet ganz billiger. Also ein paar Kilo von Tomaten kostet 1 Euro. Das ist nichts. Im Vergleich zu voriges Jahr hat er gekostet 5 Euro. Und wir haben keinen Gewinn, sagt er. Wir verlieren mehr. Man hat keinen Sinn, dort zu investieren. Er hat 5 Sohnen und die leben alle hier zusammen. Als ganze Familie sind 23 Mitglieder oder ein bisschen mehr. Ein anderes Kind ist eben der Leonard Gashi. Das ist ein 19-jähriger Bursche mittlerweile,
der sicher ein genetisches Erbleiden hat. Der Leonard leidet unter therapieresistenten Epilepsieanfällen, wo beides am Beginn, also schon in Kleinkindesalter, er massive Fieberkrämpfe gehabt hat. Er ist sehr kleinwüchsig, er ist total unterernährt, aber sicher nicht, weil die Eltern ihm zu wenig zu essen geben, sondern weil er die Nahrung einfach nicht verstoffwechseln kann. Wenn er 4 Jahre alt war, er hat begonnen zu laufen. Bis 4 Jahre, er konnte sich nicht bewegen. Es ist der genetische Defekt, ist eigentlich nie abgeklärt worden, welche Syndrome er jetzt hat. Laut Aussage der Eltern hat er auch extreme Aggressionsanfälle und er ist auch autoaggressiv. Das heißt, er beißt sich in die Finger, hat dort Schwielen und hat keine Sprachentwicklung und wird auch dringend eine Physiotherapie brauchen. Also in Sommerzeit, die Vorbereitungen sind hier, siehst du den Holzofen, dann im Winter hier drin. Wir sind hier in diesem Dorf, 3 katholische Familien, aber wir haben sehr gute Verhältnisse mit unseren Nachbarn hier. Das bedeutet hier keinen Unterschied, dass wir in einer anderen Religion hier sind. Sie bekommt keine Sozialhilfe bis jetzt, wo er nach 18 Jahren hat schon ein paar Unterschied bekommen, was ich für Unterschied. So ehrlich zu sagen, wenn wir zu den Ärzten gehen, zu Krankenhaus, Ambulanz oder so, man muss alles privat bezahlen. Wir wohnen jetzt hier, ne? Aber... Hier ist das Wohnzimmer. Hin. Angerufen und die wollten unseren Sohn untersuchen. Und danach Medikamente auch. Die haben ein so Medikamente gegeben, so Papier geschrieben, welche Medikamente er bekommen soll. Und danach nach 2 Monaten, die haben uns so angerufen, wieder die Zähne für unseren Sohn zu reparieren. So, und das Untersuchung haben wir gemacht bei einem kosovarischen Arzt in der Zusammenarbeit mit dem Kosovo. Und die Untersuchung, was er gemacht hat, danach, wenn die gekommen sind, haben uns die Zähne repariert. Und auch ein paar Zähne sanieren. Und jetzt die Zähne bei ihm sind in Ordnung. Sehr gut.